Somewhere over the rainbow. Wie entstehen eigentlich Regenbogen? Dafür brauchen wir Licht, wie hier von der Sonne. Das Sonnenlicht ist aus vielen verschiedenen Farben zusammengesetzt. Das ist wichtig zu wissen, wenn Sonnenstrahlen auf Regentropfen treffen. Zwischen Luft und Wasser wird der Lichtstrahl in seine Bestandteile aufgebrochen. Jede Farbe wird beim Übergang ins Wasser in einem anderen Winkel gebrochen. Die Farbstrahlen werden auf der Rückseite des Tropfens reflektiert und auf der Vorderseite beim Verlassen des Tropfens noch einmal gebrochen. Ui, schau mal, ein Regenbogen. Wo? Ich kann den nicht sehen. Du siehst den Regenbogen nur unter dem richtigen Winkel. Nach meinen Berechnungen ungefähr 40 Grad nach oben mit der Sonne im Rücken. Somewhere over the rainbow. Comment, like and subscribe.